Überreste der Jedi-Tradition zusammengetragen. Nur von meiner Angst losgesagt. Das wird sich zeigen. Trailer.
Und sind Sie sicher? Ja, ja. Sie sind sicher. Wir finden einen schönen Platz für Ihre Gräber. Die restlichen Anachoreten haben sich aufgeteilt. Das Imperium verfolgt sie. Könnte aber zurückkommen. Seer hat BD1 genug Zeit verschafft, um uns mit den Kontaktcodes des Pfads zu erreichen. Doch das ist alles, was von ihrem Archiv übrig ist. Wir waren einer zweiten Chance schon so nahe. Was für ein schlechter Witz das doch ist! Sag mal, wie kann Boat ein Jedi und ein imperialer Spion sein? Er ist kein Jedi. Wie konnte er das schaffen? Er hat uns alle getäuscht. Ich hätte es dennoch spüren müssen. Schluss, es reicht! Kerl? Es reicht. Genug jetzt. Was Boat getan hat, ist nur seine Schuld. Es ist weder deine noch die von sonst jemandem. Es ist nur seine. Wir wissen, die Karten sind gezinkt. Aber wir entscheiden, wie gespielt wird. Schade, dass auf ihn kein Kopfgeld ausgesetzt ist. Wir hätten ihn mit einem Gildentracker aufspüren können. Der Peilsender. So hat Boat uns auf Cobo erreicht. Ach, könnte er noch aktiv sein? Finden wir es raus. Mist, nichts. Verdammt! Kerl. Das Signal. Es ist schwach. BD verfolge es. Nova Garen-System. Moment, warum sollte Boat einen Umweg fliegen? Weil er eine Tochter hat. Vielleicht lebt sie dort. Wir könnten ihn dort einholen. Aber sieht nach einer Falle aus. Ja, tut es. Also, was sagst du? Maskieren wir es? Haben wir denn eine andere Wahl? Für Seer. Und Meister Cordova. Ich tarne unsere Ankunft. Okay, ihr zwei schnallt euch lieber an. Ich fliege. Für Seer. Am Kurs auf das Nova Garon-System. Ein paar imperiale Funksprüche, nichts Unerwartetes. Okay, Seer. Ich weiß nicht, ob Sie mich hören können, aber ich werde Sie vermissen. Wir erreichen gleich unser Ziel. Soweit, so gut. Wohin? Wir müssen ihn finden, BD. Falls er überhaupt noch hier ist.
Dieser Handel ist wegen der Mit den Sicherheitsprotokollen. Ah, eine Herausforderung. Er ist ein Offizier der imperialen Sicherheitsbehörde. Sie sind die Geheimpolizei des Imperiums. Du wirst mir Zugriff auf das Terminal geben. Nein, ich kann nicht. Sie sind nicht autorisiert. Ich bin autorisiert. Sie machen keinen Fehler. Sie sind autorisiert. Zugang gewährt. Wenn das eine ISB-Basis ist, was macht Bortan hier? Vielleicht arbeitet er für den imperialen Geheimdienst. Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf Weiteres auf der Zero-Landeplattform umgeleitet. Was meinen Sie, werde ich kämpfen müssen, solange ich hier stationiert bin? Und die Wache. Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr wird zur umfassenden Untersuchung bis auf weiteres auf der Zero-Landeplattform umgeleitet. Noch kein Alarm. Untersuchung bis auf ein Bord nicht wissen lassen, dass wir ihm hierher gefolgt sind. Ich kann es immer noch nicht glauben. Hier schleicht ein Jedi rum. Vielleicht ist Bort in der Datenbank. Bort ist definitiv hier. Er hat ein Zimmer in den Offiziersquartieren. Hey, wunderbar. Ein Kampf zwischen Intelligenz. Schreckt alle um!
Mach dein Ding, Kumpel. So wird's gemacht. Ich möchte hiermit als Erster unsere Gäste der Inquisition willkommen heißen. Wir sind dankbar, dass Lord Vader Interesse an unseren Operationen gezeigt hat. Wir werden weiterhin beweisen, dass das Imperium unverzichtbar ist. Unsere Gegner sind da. Aber mit den Informationen unserer Behörde werden wir sie. Bleiben Sie immer aufmerksam und wachsam. Wir sind die imperiale Sicherheit. Los geht's. Dass das eine Falle war? Wir kommen erst an Bord ran, wenn wir diesen Stützpunktkommandanten finden. Ich kann den Lift von hier nicht holen. Aus den Augen verloren. Melden Sie Identifizierung ans Zentralkommando. Schwer zu glauben.
Vielleicht... Der Eindringling wurde als der Jedi-Terrorist Cal Kestis identifiziert. Bringt dich zu mir. Lebt. Ich kann den Lift noch nicht benutzen. Abriegelung durch Elektronenwände aktiviert. An das gesamte Personal. Abstand halten. Ich hätte erwartet, ich würde euch zuerst gefesselt an einem Verhörstuhl kennenlernen. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Ein wenig schräg, oder? Geht jetzt ans Funkgerät und beendet den Alarm. Sonst was? Ihr seid ein Jedi. Ich weiß, wozu ihr fähig seid. Und wozu nicht. Los ans Funkgerät. Jetzt. Hier, Commander Danvik. Der Jedi wurde neutralisiert. Alle Einheiten zurück in Bereitschaft. Jetzt zufrieden? Ich will zu Baut Akuna. Wie habt ihr diese Basis gefunden? Ein Peilsender in Bauts Schiff. Ah, wie ungewohnt nachlässig. Seinen Berichten zufolge seid ihr euch seit Coruscant näher gekommen. Sie befahlen ihm, mein Team zu infiltrieren. Korrekt. Baut ist bereits eine ganze Weile meine Waffe.
Eine effektive. Anders als die gepanzerten Abscheulichkeiten der Inquisition. Dann ist das also wahr. Sie ist tot, ist allein ihrer Schuld. Nein. Die Jedi-Operation ist nach Monaten... Das Imperium hat das Archiv verbrannt. Angeführt von Darth Vader. Lord Vader? Ich muss das beenden, solange ich noch kann. Versteht ihr nicht? Brood hat euch hierher gelockt, um mich zu vernichten. Sie kommen. Ich bin ein toter Mann, wenn... Huh.